Wir gehen nochmal ins Haus. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ach so, das ist hier hinten. Ich bin da vorne in die Küche. Kein Wasser hier. Ich habe zu viel Kram in der Hand, ja. Schmeiß mit Schlüssel mal weg. Wahrscheinlich brauche ich ihn eh nicht mehr. So. Jetzt die Kanne reinstellen. Und Wasser rein. Guck, kein Wasser, hä? Was ist denn los hier? Suchen wir mal. Weiß nicht, ob da überhaupt was drin ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ist leer. Na jetzt. So, jetzt wieder abgekühlt. Kaltes Wasser. Wird nicht hinhauen. So, machen wir nochmal schnell mal rein. Ich weiß gar nicht, wann sie voll ist. Gehen wir mal von aus. So, stellen wir mal hier rauf. Dass wir das mit heißes Wasser machen. Dann brauche ich das mit dem Generator da nicht. Wo ist denn die Kanne geblieben? Da, die ist heiß. Er lässt die immer los, weil die so heiß ist. Uiuiuiui. Da springen wir gleich hier rum. Na komm. Nimm die Kanne. Handschuhe haben wir keine. Muss so gehen. Ist immer noch zu heiß. So, jetzt schnell kommen. Ja, da schmilzt das Eis nämlich. Da, der erwischt uns. Ich komme nicht weg. Egal. Habe ich die Kanne? Gucken wir mal, ja. So schmelzen wir das Eis nämlich. Das hätte ich ja schon viel früher machen können. Hätte man sich womöglich das ganze Spiel sparen können, indem man das gleich gemacht hätte von Anfang? Keine Ahnung. Er geht weg. Wenn ich ganz leise ins Haus gehe, habe ich vielleicht Glück, dass er mich in Ruhe lässt. So, jetzt schnell. Reinschnellen. Hä? Wo sind wir? Verlieren hier wertvolle Zeit. So. Ich hoffe, das reicht. Draufstellen. Ja, es schmilzt. Es schmilzt. Es scheint irgendwie zu funktionieren. So, nimm. Draufstellen. Muss ich wahrscheinlich noch mal machen, oder? So, das ist das Problem mit der Karte, aber da ist ja immer noch Holzbalken sind da noch dran. Komm, nimm die Kanne, sonst ist sie wieder zu heiß. Ja, sehr gut, jetzt können wir die Kanne die Karte nehmen, die Kanne. Geht nicht.
Wo ist denn die Karte? Da. Die nutzen wir immer noch nichts, weil ich die Holzbalken noch nicht wegkriege. Aber jetzt sind die aktiviert. Jetzt brauchen wir einen Schraubenzieher. Oder so ein Hammer da. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Also jetzt mir das echt egal, ob er uns sieht oder nicht. Ob er uns findet. Jetzt haben wir ja schon mal die Karte. Sehr gut. Wir müssen alles durchgucken. Irgendwo muss ein Hammer sein. Besen? Oder irgendwie ein anderes Werkzeug, mit dem man das machen kann. Boah, ist das dunkel hier. Da war doch eine Taschenlampe irgendwo. Der hat doch ganz viele Taschenlampen. Geht nicht an. Wo könnte er so einen Hammer haben oder so? Hm. Werkzeug, Werkzeug. Ah, hier ist der Lichtschalter vor oben. Hier liegt da so viel Kram rum. Könnte ja sein, dass hier was bei ist. So viel Müll hat er hier. Da kann ich gar nicht reingucken. Muss mir echt mal gucken. Ich gehe mal ins Bad. Und hol mir da mal die Taschenlampe. So. Gucken wir hier nochmal. Überall Uhren. Für wem heizt er da eigentlich? Keine Ahnung. Gucken wir uns doch mal in der Küche um. Was ist das Problem? Ich glaube, man braucht so einen Maurerhammer oder sowas. Das ist auch eine Taschenlampe. Mit der Karte wäre ich ja wohl schlecht aufkriegen. Nee, da rührt sich nichts. So, jetzt ist auf. Aber immer noch das andere Problem. Schraubenschlüssel hatte ich ja auch schon in der Hand, aber ah nee, das war ja am anderen Level. Das war ja gar nicht hier. Wir müssen leider nochmal nach oben. Hier finde ich nichts. Wir müssen uns in den anderen Räumen hier umsehen. Wo der ganze Plunder da noch liegt. Hier vielleicht. Taschenlampe. Nur Bilder. Ach, da brauche ich gar nicht mehr lang. Das hat man sich schon so angewöhnt. Das sind so Schlösser, die ich gar nicht mehr brauche. Ja, wir stehen kurz davor, das Ganze zu knacken. Fernglas. Ich mache hier mal gar nichts weiter. Sonst kommt der Nachbar wahrscheinlich wieder. Ich will ihn nicht extra provozieren jetzt. Wäre schön, wenn wir das mal jetzt beendet bekommen. Das Wasser läuft hier immer noch. Ist nichts. Hm.
Nee. Denn werde ich oben weiter nachsehen müssen. Vielleicht gibt es da sogar noch Räume, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Ja, diese eine da, dieser Plop-Plop-Raum da. Der ist irgendwo da oben. Hier auch. Wie kommt man denn da hin? Rüberspringen. Dann bin ich hier. Was ist da? Da ist doch gar nichts, ne? Keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Siehst du, hier ist gar nichts. Da drüben ist die Tür, wo wir schon waren. Na toll, hier ist überhaupt nichts. Der ist völlig nutzlos, der Raum. Wenn das mal ein Raum ist oder so. Ich dachte, hier kann man durchgehen irgendwo. Nein, kann man nicht. Und jetzt fallen wir wieder runter. Toll und tot. Und jetzt ist es am Tag und der Nachbar kommt wieder. Ist ja klar. Kann man nach oben laufen? Ich glaube, der ist draußen. Ja. Der raschelt da draußen rum. Gucken wir uns alles nochmal genau an. Hier oben zum Beispiel. Ganz oben. Hoch mit dir. Ach. So. Ja, das hat man auch geändert. Hier war keine Plattform. Die hat man hingemacht. Na bitte. Da war keine. So, da oben ist nämlich auch noch Kram. Na. Komme ich nicht so hoch? Hm. So sehe ich auch nicht. Und die Frage ist, ob da irgendwas liegt. Ein Werkzeug oder so. Wenn man erstmal da hochkommt, dann könnte man da lang spazieren oder hier. Nee, hier hoch, ja, hier. Da müsste man raufkommen. Da bräuchte man ganz viele Kartons. Ich habe hier keinen einzigen. Wir hatten auch Kartons, die haben wir auch schon alle weggeschleppt. Mit zwei werde ich da wohl nicht hinkommen. Aber die Frage ist, ob da überhaupt was ist. Das ist ja jetzt mal dahingestellt. Tjo, da heißt es weitersuchen. Ist, was natürlich auch sein kann, der könnte sich auch da ganz oben befinden. Das ist natürlich auch möglich, aber da kommen wir irgendwie nicht hin, komischerweise. Wir haben ja nichts, um das Unkrautzeug zu entfernen. Jetzt habe ich auch keine Kiste hier mehr, ne? Haben wir nicht. Die Schlüsselkarte, ich behalte die mal. Ich gehe jetzt irgendwo noch wegmülle, weil, wie gesagt, im Spiel bleibt hier alles nämlich erhalten. Das ist immer das Problem. Ne, da kommen wir nicht so hoch. Da hängen wir uns höchstens wieder fest. Ah, Vorsicht. Kommt man ja ziemlich weit. Das haben wir letztes Mal auch nicht so gemacht. Da kommen wir nicht hoch. Hm. Ja, das ist schade, dass wir hier nicht reinkommen. Diese komischen Pflanzen versperren uns total den Weg. Ah, na, 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 na. Kann man auch gar nicht rein hier? Da kann man nicht rein. Da kann man nur was reinschmeißen. Das kriegen wir auch nicht mehr raus. Nee. Das ist Geschichte. So. Ja, da hochklettern.
Das würde ich mal ganz gern. Aber die sind extra da angebracht, damit man nicht hochkommt. Man soll ja nicht hoch, oder? Man muss irgendwas machen, um das wegzukriegen. Die Pflanzen da. Da ist ein Karton. Unkrautvernichter oder irgendwie sowas. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um, was wir noch machen können. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Ich hier mal draufklettern. Obwohl das wahrscheinlich nichts bringt. Das ist auch so ein langes Ding, na, irgendwie. Da müssten wir auch mal reingehen. Da waren wir auch noch nicht drin. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Springen wir mal hier runter. Wahrscheinlich werden wir eh ganz unten landen. Oder hier, ja. Wir müssen ein Werkzeug finden, mit dem wir die Bretter. Entfernen können. Das Ding ist gut versteckt. Das ist das letzte i-Tüpfelchen sozusagen. Das letzte kleine Puzzleteil. Tja. Und da mit diesem. Da könnte nämlich auch drin sein. Oh! Oh. Da ist nämlich so ein Mond da abgebildet. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Das heißt, wir müssen Kartons mitnehmen. Ich gucke hier nochmal nach, ob das hier irgendwo ist, das Teil, aber nee. Das ist in irgendeinem Raum, den wir. Sowas gibt es auch. Tatsächlich ein Raum, den wir noch gar nicht betreten haben. Oh! Ach du Scheiße, der klettert da schon wieder hoch. Na toll! Ich bin mir sicher, dass irgendwo oben ist, aber wo? Kommt jetzt auch hoch hier irgendwo. Tja, den Generator brauchen wir nicht mehr abschalten da unten. Der interessiert uns nicht mehr. Wir müssen jetzt rausfinden, wie wir an dieses Werkzeug kommen. Oh nein, jetzt fallen wir schon wieder runter. Ah nee, jetzt fallen wir hier rauf. Na gut, okay. Mal, wo das Ding mit dem Mond ist. Hier ist das lange Teil. Da hätten es nämlich auch was. Aha, das kann man befördern. Guck dir das an, da ist eine Schiene. Da kann man das darüber fahren. Das kann hierher fahren. Das ist ja interessant. Da gibt es immerhin noch einen Schalter, den wir noch nicht betätigt haben. Nie so hin. Also rüberspringen kann ich nicht. Wo mag da der Schalter sein? Da oben ist das mit dem Mond? Tja, wie kommt man da hin? Das ist die Frage. Haben wir keine Kartons? Tja, jetzt sind wir wieder hier oben. Ich sehe auch sonst hier keine weitere Tür oder irgendwie was. Da oben waren wir ja schon. Wir könnten da höchstens noch mal rein. Da komme ich jetzt gar nicht so hoch. Ich komme da nicht rüber. Och,
Ach nö. Nö. Nicht schon wieder sterben hier. Immer zu. So. Wir müssen alles mal durchgucken. Weil hier waren, da waren wir auch noch nicht drin, aber da ist ja auch gar nichts. Das sind nur Kartons. Aber das hat er auch schon mal aufgemacht, da der Nachbar. Also müsste er ja eigentlich auch irgendwie... Müsste da auch eine... einen Schalter geben. Hm. Ja, das geht nicht auf. Ach, das steckt da oben drin, ne? Steckt da nicht das Werkzeug da drin? Wie kriegen wir das dann raus? Muss mal gucken, dass ich ein bisschen hochkomme. Jetzt schmeißen wir die anderen Kram alles wieder weg. Nee, die Karte nicht. So. Na? Ich höre ihn ja, aber... Geht nicht. Es hat nicht funktioniert. Doch. Da passierte was. Kommt der jetzt hier rein? Ich hoffe nicht. Hm. Muss noch mal hoch. Wahrscheinlich gibt der ganze... Ja, es war klar. Es gibt alles um. Das ist das Ding. Ich glaube, das ist das. Das Ding brauche ich. Den kann ich abhauen. Damit kann ich nämlich dann letztendlich... Schmeiß mir die Karte auch mal kurz weg. Damit kann ich dann letztendlich die hier Bretter entfernen. Das denke ich mal. So, ah. So. Schön hochschmeißen. Und den nächsten. Yeah. Und der klettert nach oben. Müsste doch... Dass ich das Ding jetzt nehmen kann, oder? Vorsicht. Ja, ich hab ihn. Das ist egal, dass er jetzt da unten liegt. Jetzt warten wir einen Augenblick. Die Karte nehmen wir mit. Da ist das Ding. Mit dem könnte das gehen. Es geht auch mit dem. Sicher. So, ich könnte es jetzt abkühlen. Vielleicht muss ich es auch abkühlen. Mit der Kanne da. Aber da ist ja nichts mehr drauf. Da muss ich jetzt extra wieder nach unten und Wasser holen. Hm, hier ist ja nichts. Ja, was ist das? Was haben wir denn noch hier? Haben wir hier irgendwo... Wir haben ja hier kein Wasser. Das Ding glüht. Aber wir haben ihn gefunden. Wir hatten ihn vorhin auch schon die ganze Zeit gesehen. Nee, das Ding kühlt nicht ab. Wir müssen leider wieder runter. Müssen noch schnell Wasser holen. Aber wir sind haarscharf dran. Wir haben es fast gelöst. Die Türen sind alle zu. Der war hier drin. Der war hier drin. So, jetzt wieder nach oben. Du musst beeilen, bevor er wiederkommt. Ja, dann haben wir es, würde ich mal sagen. Jetzt fallen wir natürlich noch mal runter. Ist ja klar. Oder auch nicht. So, ist immer noch heiß, das Ding.
Geht nicht. Es kühlt nicht ab, das Ding. Och, Menno, was soll das hier? Das ist... Bisschen übertrieben, wa? Hab ich doch schon Wasser drauf gemacht. Eis hab ich keins. Mann. Ich brauch das Teil. Ich es damit nehmen? Ist ja Metall, genau. Natürlich, geht doch. So, jetzt nach unten. Nach ganz unten müssen wir jetzt. Der hat ja aber wirklich alle Türen hier zugemacht. Jetzt wird er uns das Leben schwer machen. Jetzt haben wir das Teil. Jetzt können wir nämlich ganz schnell abhauen. Ich muss mal ganz schnell gucken, ob ich auch wirklich die Karte habe, ja. Nein. Ach. Egal. Jetzt schnell runter, komm. Und damit kriegen wir es jetzt eigentlich auf. Wir müssen das Ding im Kühlschrank reinlegen. Ja, das ist es. Jetzt können wir ihn benutzen. Beeil dich, bevor er kommt. Oh mein Gott. Der könnte längst hier sein, der Kerl. Warum ist man nicht beschreien? Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drin. Das war ja eine Heidenarbeit jetzt. Boah. Jetzt sind wir im Keller. Jetzt passiert hier auch noch was. Und das, würde ich sagen, machen wir dann das nächste Mal in der nächsten Aufnahme. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war für mich wieder heftig spannend. Die Mini-Rätsel, oder die Mini-Games vielmehr, die waren jetzt nicht so mein Ding. Es ist immer Geschmackssache. Aber das andere hier so, die Rätsel zu lösen, und egal wie lange es dauert, völlig egal, die haben mega Spaß gemacht. Na gut, ich sag jetzt ganz einfach, ganz kurz, tschö mit Ö.